Jo, liebe Freunde, willkommen zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Skyward Sword. Im letzten Part haben wir das uralte Meeresgrauen Daidagos besiegt und auch den fünften Dungeon abgeschlossen. Wir haben jetzt dann auch hier die letzten Artefakte der Göttin, müssten wir im Wald von Firon eingesammelt haben. Und ich würde sagen, wir machen jetzt wieder ein paar Nebenmissionen in diesem Part und werden auf jeden Fall auch noch einige Artefakte der Göttin einsammeln, weil dann bekommen wir auf jeden Fall ein paar Herzteile noch, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und mir hat auf jeden Fall ein Zuschauer geschrieben, ich soll mal ausprobieren oder er will wissen, was passiert, wenn ich hier ganz nach unten fliege und dann vom Wolkenvogel abspringe. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß selber nicht, was passiert. Okay, wir spawnen einfach wieder in der Luft, alles klar. Dann hätten wir das auch geklärt. Oh mein Gott, wie viele Artefakte sind hier. Die müssen wir uns alle mal markieren. Gut, dann gehen wir auf jeden Fall mal in den Wolkenhort zurück. Und holen uns mal ein Herzteil. Hier müsste auf jeden Fall auch eins sein. Hier oben. Die Frage ist nur, ob ich hier abspringen kann. Ich denke mal nicht. Ja. Natürlich wurde ein spezieller Spawnpunkt gesetzt, weil sonst könnte man ja ohne diesen Greifhaken da nach oben kommen. Aber ich glaube, es müsste auf jeden Fall so gehen. Weil da oben muss auf jeden Fall ein Herzteil sein, außer sie haben es geändert. Alter, wie viele Herzen, wie viele Dinger sind hier einfach. Ah, jetzt haben wir das auch da drinnen, okay. So, hier muss auf jeden Fall eins sein. Hier können wir auf jeden Fall auch eine Nebenquest anfangen. Nehmen wir auf jeden Fall einiges vor jetzt. Ja, und da ist ein Herzteil drin. Nochmal wieder ein weiteres komplettes Herz. Hier ist wahrscheinlich wieder ein schicker Stein auch. Den nehmen wir auch direkt mit. Und der droppt... Was droppt der? Ah, na, Geschenk der Göttin wieder. So, hier können wir auf jeden Fall auch hin. Denn hier können wir dieses Ding holen. Ja, wenn Link nicht... Ach, die Steuerung hier wieder. Ah, okay, gar nicht. Ah, da ist sogar noch eins, sehe ich gerade. Adieu! Epic Fail, Leute, auf jeden Fall. So, ich versuche das jetzt nochmal. Wir müssen auf jeden Fall dort nach drüben. Ah, okay. So geht's auf jeden Fall besser. Wir dürfen nicht so... Okay. Dann haben wir die Rassel. Die brauchen wir auf jeden Fall, wie gesagt, für eine Nebenquest. Dann gehen wir jetzt dann nochmal da nach hinten. Der Part wird auf jeden Fall ein Herzteilregen sein. Wir haben auf jeden Fall einige Herzteile, was wir hier abstauben können. Das geht auf jeden Fall nochmal hoch. Dann können wir uns nämlich das Artefakt hier auch gönnen. Kann ich das so holen? Ja. Was haben wir hier drinnen? Oh nein. Das war jetzt ganz dumm. Jetzt haben wir 3 Notrubine gewastet. Das ist nicht gut. Aber halb so wild. Dann gehen wir jetzt mal kurz in Terris Laden. Und werden uns auf jeden Fall eine Zusatztasche nochmal kaufen. Fliegt hier eh gerade entlang. So, das können wir auch weg. Da drin in dem Ding ist auch noch ein Artefakt der Göttin. So. Genau, zum Morseko können wir auf jeden Fall auch gehen. Zu dem Dämonen. Der hat ja auch noch etwas, was wir brauchen können. So, das Herz können wir auf jeden Fall nicht kaufen. Aber das können wir uns gönnen. Eine weitere Zusatztasche. Sehr nice auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt kann man sich fast gar nichts mehr bei dem kaufen. Gut, dann gehen wir mal in den Bazar rein. Wir können eventuell sogar noch was aufrüsten. Weil wir haben ja seit dem letzten Part auch den Holzbogen. Kann ich dem das gleich geben?
Ach, okay, er sagte schon, er kann nicht schlafen. Ach, ich muss in der Nacht zu dem auch hingehen, okay. So, was ist mit ihm? Ich habe ein neues Item. Den kleinen Köcher. Aber den braucht man nicht. Eigentlich nicht. So, können wir den Dingens aufrüsten, den Bogen? Das können wir, glaube ich, auch nicht. Aber das können wir. Den Eisenbogen. Die Angriffskraft wieder erhöht. Auf jeden Fall. Damit machen wir mehr Schaden mit dem Bogen. Können wir uns auf jeden Fall gönnen. Den kann man so, glaube ich, sogar nochmal aufrüsten. Nice. Du hast den Eisenbogen erhalten. Jawohl. So, man kann ihn nochmal aufrüsten. 5-mal Wüstengras. Ach du Scheiße, das ist teuer. Okay. Ach ja, genau. Jetzt können wir das auch aufspüren. Gut, da ist auch ein Artefakt. Fei muss die eigentlich auch... Ah, nice. Aber wir können die immer noch nicht aufspüren. Ich werde mir auf jeden Fall, glaube ich, den heiligen Schild auch kaufen. Kostet aber 500 Rubine. So. Dann können wir den auch ausrüsten. Dann können wir das auf jeden Fall abgeben, den normalen Schild. Du bist mein bester Kunde. Moment mal. Kommst du wegen mir? Na klar. Was? Ehrlich? Oh mein Gott. Aber wenn ich Glück, ich mache mich das ja schon. Sonst kommt mich ja keiner besuchen. Wir möchten auf jeden Fall was ablegen. Den Eisenschild, den braucht man nicht mehr. Ja, ja, vielen Dank und so. Können wir den aufrüsten? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, wir brauchen 2 Vogelfedern. Und die sind eigentlich nicht so schwierig zu bekommen. Boah, wir brauchen so viel Wüstengras. Sollte ich vielleicht offscreen farmen? So, dann gehen wir. Dann haben wir hier eigentlich alle Artefakte, glaube ich, ja. Dann gehen wir jetzt kurz einmal schlafen. Und dann... Oh, da sind hier noch jetzt Artefakte. Ne, hier ist nichts mehr, okay. Ach ja, Rax muss ja auch noch irgendwo hier sein. Den haben wir ja letztens das Herz gebrochen. Mit diesem Liebesbrief. So, dann gehen wir mal in die Nacht. Ach ja, warte mal. Wir können ja dem Ding auch nochmal einen Ausdauertrank geben. Stimmt. Boah, Nebenquestliches kann man hier echt viel machen, Leute. So. Er kann auf jeden Fall schon mehr machen. Puhu, guten Abend, Tampa. Ich habe weiter trainiert, aber ich komme irgendwie nicht voran. Vielleicht bin ich einfach zu schlecht dafür. Ein Ausdauertrank. Ja, gönn dir. Vielen Dank, Alter. Ich fühle mich so stark wie nie, jawohl. Mache ich mir Sorgen, dass das... Okay. So weitermache ich, bin ich so stark, weil... Was denkst du, Tampa? 1000! So viele, Alter? Der Weg zur Stärke scheint mir steil und steinig zu sein. Ich werde stark... Was? Kommt bald wieder zu und sieh an, dass ich erreicht habe. Ja, aber ich bekomme immer noch nicht die Juwelen von dem. Bekommen wir erst später, leider, glaube ich. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Museum. Aber wir können auf jeden Fall... Achso, wir können ja hier nicht rein, stimmt. Wir können uns aber auf jeden Fall... Ah, hier ist auch ein Juwel der 4 Seelen. Juwelen der Güter meine ich, Juwel der 4 Seelen, was laber ich? Die schwirren ja auch hier rum. Okay. Es wundert mich irgendwie, dass Fei gar nicht sagt, dass wir die irgendwie suchen können oder so.
Weil normalerweise kann man die orten. Also irgendwie hat Fall gerade keinen Bock, das zu machen. Ich glaube, oder wir müssen vielleicht mit Maseko sprechen. Vielleicht macht sie es dann. So, dann gehen wir mal hier nach oben. Denn hier oben ist auch was, genau, hier. Hier können wir uns nämlich auch reinlassen. Da ist auch Zeldas Vater, der was sich einen ordentlichen Saunaaufenthalt gönnt. Man kann da irgendwie rein. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie genau das geht. Aber wir sind hier auf jeden Fall... Ah, hier ist auch ein Juwel der Güte. Hier ist auf jeden Fall... Wir sind jetzt hier in Zeldas Zimmer. Sieht man auch hier direkt. Und ich glaube, hier ist ein Herzteil auch drin. Ja. Nice. Wir sehen auch, hier ist das irgendwie offen. Hier wohnt ja diese... Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr von ihr, die was jetzt mit Kuko zusammen ist. Kann ich jetzt hier rausgehen? Ja. Dann gehen wir auf jeden Fall wieder... Dann gehen wir wieder in die Früh. Und dann... werden wir uns auch schon um die... Juwelen der vier Seelen kümmern. Also zum Maseko werden wir auf jeden Fall noch gehen. Bis morgens schlafen wir diesmal. Und währenddessen tut Cruz hier auf jeden Fall... Cruz, glaube ich, heißt... Ich merke mir den Namen von diesen Charakteren nicht. Der trainiert auf jeden Fall noch fleißig weiter durch die ganze Nacht durch. Aber dann müsste er wieder auf dem Dorfplatz sein. Vielleicht sagt er uns jetzt was Neues. Was wir wissen wollen. Gut, dann gehen wir auf jeden Fall... kurz zum Dorfplatz und zum Mosekos nächstes und dann werden wir uns auch schon zur Stätte der Liebe begeben. Hat der irgendwas zum Sagen? Viel trainieren, aber ist mal. Ne, ich glaube nicht. Er muss noch ein wenig mehr trainieren, okay. Vielleicht müssen wir den sogar nochmal einen Ausdauertrank reinhauen. Ich weiß es nicht. Gehen wir auf jeden Fall mal kurz zu Maseko. Wir haben ja, glaube ich, immer noch nicht die eine Belohnung uns abgeholt von ihm. Vor allem, wer hat das hier gebaut? Ich hätte ja so Schiss, wenn ich hier lang gehen müsste. So. Was bekommen wir jetzt? Oh, eine weitere große Geld. Eine große Geldbörse. Oh, und ein Geschenk. Moment mal, wie viel können wir jetzt tragen? Wie viele Rubine? 1000. Okay, jetzt können wir uns das Herzteil auf jeden Fall zusammensparen. Ach, genau, hier ist die. Dämonenmedaille drin. Finde ich zuvor. Ja, wir bekommen alles leicht, aber ich glaube, wir können das nicht mehr. Wir können keine Items aus dem Ding aktivieren. Ja, ich kann meine Tasche nicht mehr öffnen. Das ist auf jeden Fall schlecht. Aber wir nehmen die auf jeden Fall mal mit. Wir können ja auf jeden Fall. Habe ich die jetzt ausgerüstet? Ja, oder? Ah, okay, ich kann meine Tasche nicht mehr aufmachen. Ah, jetzt können wir die Juwelen der Güte auch aufspüren, jawohl. Ach, ich kann auch mein Schild nicht mehr benutzen. Oh, das ist natürlich schlecht. Aber ich lasse mit dir mal ausgerüstet. Weil dann bekommen wir auf jeden Fall mehr Items und so. Theoretisch brauchen wir auch diese ganzen Herztränke und so nicht. Weil auf jeden Fall die Leben verlieren wir jetzt nicht. Wir haben auf jeden Fall auch schon so viel Herzen. Wir brauchen das, glaube ich, auch langsam nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt eigentlich auch alles... wir haben jetzt vergessen, zum Ding zu gehen. Zu dem Vater mit der Rassel, aber das können wir auf jeden Fall ein anderes Mal auch noch machen. Das wichtigste Nebenquestliche haben wir jetzt eigentlich erfüllt, weil wir haben, wie gesagt, jetzt die... die große Geldbörse, da können wir uns auf jeden Fall im Terris-Laden auch das Herzteil kaufen. Weil das ist eigentlich das Wichtigste, was man machen kann bei Terris-Laden.
Oder beziehungsweise... Also jetzt, wie gesagt, bei Moseko können wir jetzt uns zwar noch immer weitere Belohnungen holen, aber sind jetzt eigentlich nicht mehr so wertvoll, sage ich mal. Da können wir auf jeden Fall kurz einen Abstecher machen, weil da ist auch noch ein Artefakt der Göttin. Wir können auf jeden Fall irgendwo noch ein Ding bekommen, eine Herzmedaille. Das heißt, dass wir nochmal ein komplettes Herz bekommen. Es wäre auf jeden Fall krass, wenn das hier drin ist. Es kann natürlich sein, dass das jetzt das ist. Nee. Eine was? Trankmedaille? Ach, die Tränke haben einen längeren Effekt, okay. Das ist aber jetzt nichts Besonderes eigentlich. Ich glaube, hier ist aber nichts mehr sonst, oder? Ah, oh ja. Hier ist noch was. Ja. Hier ist noch ein Artefakt. Was ist hier drinnen? Ah, da ist sie. Okay. Aber unser E-Ding ist voll. Unsere Tasche. Dann werden wir nochmal dann zur... Item-Dame gehen. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall mal zur Stätte der Lieder. Die anderen Artefakte holen wir uns auf jeden Fall auch noch in diesem Part. Nices Ding auf jeden Fall. Alter, wir haben dann einfach schon 16 Herzen. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Wie viele Herzteile haben wir jetzt? Eins, okay. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich weiß gar nicht mehr jetzt, wo die restlichen zum Teil sind. Aber in der Sturmwolke ist gar keines, nee. Obwohl ich weiß noch genau, wo zwei Herzteile sind. Zwei habe ich noch im Kopf. In der Sturmwolke. Oh, was sind das eigentlich für Mistviecher? Oh, wir haben ja so viele Artefakte, Alter. Das ist krass. Und warum kann Fei die immer noch nicht aufspüren? Normalerweise macht sie das eigentlich. So, was hat uns diesmal die Göttin zu berichten? Lass es uns herausfinden. Wir werden auf jeden Fall gleich den nächsten Aufenthalt der nächsten und letzten Flamme herausfinden. So. Oh, sie kommt diesmal unter uns heraus sogar. Das ist auf jeden Fall deutlich anders als beim letzten Mal. Okay, Fei kommt wieder. So, sie hat uns etwas zu berichten. Gut, das kennen wir ja schon. Das, was jetzt wieder, das glaube ich, spricht wahrscheinlich wieder dasselbe wie immer. Okay, mal so Zeit führen, das kennen wir ja alles schon. Noch eine heilige Flamme fehlte, um sie zu finden, bedarf es der göttlichen Schätze. Das kennen wir ja alles schon. Heilige Flamme erblicken. Ja, zum Vulkan Eldin müssen wir noch. Den haben wir noch nicht besucht beim zweiten Mal. Oh, das ist auch ein cooles Lied. Ist auch cool, wie sich das alles so ganz anders anhört.
Cooles Lied auf jeden Fall. Dieses Lied heißt Dienstkraft, ein Lied der Kraft, das dein, dich führen wird, Gebieter. Du hast Dienstkraft eingeprägt. Nice. Dich aufbewahren. So, begib dich nun zum Vulkan Elin. Okay. Okay. Warte mal, können wir hier wir können Schätze auch aufspüren, okay. Gut, dann würde ich sagen, ich mache einen kurzen Cut und wir werden jetzt noch die restlichen Artefakte ansammeln und dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, Leute, wir befinden uns gerade im Sturzflug. Hier haben wir auf jeden Fall auch ein Artefakt der Göttin noch zum Holen. Das dürfte sich diesmal da drin befinden. Jo, perfekt gelandet auf jeden Fall. Was haben wir hier drinnen? Noch ein Herzteil, okay. Das wusste ich nicht mehr. Krass. Oh, ich dachte gerade, ich kann meinen Wolkenvogel nicht rufen. What the fuck? Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich hier drüben wieder. Bis gleich. Ja, Leute, wir befinden uns ein weiteres Mal im Sturzflug. Hier ist auch nochmal ein Artefakt der Göttin versteckt. Die Frage ist nur wo. Hier können wir auf jeden Fall schwimmen. Die Frage ist nur, ist das hier drinnen? Ja. Da ist sogar eine Fee. Und... wieder ein Herz mehr. Okay, wir bekommen mehr Herzen, aber das ist jetzt auch nichts Besonderes eigentlich. Ist hier noch was? Nein, hier haben wir aber auf jeden Fall noch eine. Ein Artefakt. Das müssen wir auch noch einsammeln. Wow, lol. Wie geil hat das gerade ausgesehen? Ein bisschen umdrehen. Da drüben ist gleich das nächste. Die nächste Insel mit einem Artefakt. Was ist das im hat es gesehen? Was war das denn? Der ist doch voll dagegen Oh shit, die sind vorbeigeflogen. Der ist so voll dagegen gekracht. Hä, wo ist denn das? Das ist hier irgendwo. Oder ist das das hier? Nee. Hä, bin ich blind? Hä, wo ist denn das? Ah, das ist da ganz oben. Ach du Scheiße. Ach, das kann man. Ach, das kann man nur mit Deris Laden holen. Das ist das. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Bleibt gespannt, bis dann und ciao, ciao.